Woher weißt du so viel über Drachen? Wollte Alenja wissen. Wolltest du schon immer einen haben? Nun begann Aaron von seinen Abenteuern zu berichten. Sie setzten sich auf den Teppichboden vor das Himmelbett und sprachen bis tief in die Nacht. Aaron hatte das Gefühl, ein Gespräch noch nie dermaßen genossen zu haben. Alenja erschien ihm wie die perfekte Zuhörerin. Sie saugte seine Worte förmlich auf, hatte aber zu allem auch eigene Gedanken und Ideen. Du bist tatsächlich ein Hexer? Fragte sie. Vor kurzem habe ich meine Prüfung erfolgreich bestanden, bejahte Aaron und ertappte sich bei einem Lächeln, das ihn überraschte, wie alles, seit er Alenja begegnet war. Kannst du mir nicht etwas vorführen? Bat sie ihn. Das geht leider nicht. Jemand hat meine Hexkraft gebannt, als ich eingesperrt wurde. Den Bann kann nur ein anderer Hexer wieder aufheben. Und mit dem Bann belegen konnte dich auch nur ein anderer Hexer? Fragte Alenja. Vermutlich. Wieso? Weil das heißt, dass es hier am Hof einen Hexer geben muss, erklärte Alenja. Interessant, das wusste ich nicht. Als Aaron den Angriff der Appen schilderte, fielen ihm vor Müdigkeit immer wieder die Augen zu. Obwohl sie ihm ansah, wie zerschlagen er war, wollte Alenja alles erfahren. Dieser Ab hat dich wirklich in den Hals gebissen? Fragte sie ihn. Aber einen Biss so nahe am Herzen überlebt ein gewöhnlicher Mensch höchstens ein paar Stunden. Wie lange haben sie wohl gebraucht, um dich nach ihrer Like zu bringen? Und wie lange warst du im Quark begraben? Dein Vater hat auch gesagt, dass ich sterben würde, gähnte Aaron. Er hat mir ein Schlafmittel gegeben, um mir den Tod zu erleichtern. Aber stattdessen bin ich wieder aufgewacht. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Aber ich bin einfach froh, noch am Leben zu sein. Aber es ist höchst eigenartig, fiel ihm Alenja ins Wort. Was ist passiert, nachdem das Scheusal dich gebissen hat? Ich bin ohnmächtig geworden. Irgendwas stimmt da nicht, sagte Alenja resolut. Appengift wirkt wie eine Droge. Normalerweise ist Schlaflosigkeit die Folge. Du beginnst zu halluzinieren, drehst langsam durch. Das Gift wandert währenddessen von der Bisswunde zum Herzen und dann stirbst du. Ratlos sah Aaron sie an. Ich lebe aber noch. Zeig mir mal die Bisswunde, verlangte Alenja. Aaron neigte den Kopf zur Seite. Sie beugte sich über ihn und schnalzte leise mit der Zunge. Als sie seine Haut mit zwei Fingern berührte, spürte er, wie er auf der gesamten Körperhälfte eine Gänsehaut bekam. Ja, das war ein Ab, ohne Zweifel, murmelte sie und wich vor ihm zurück, als müsste sie sich in Sicherheit bringen. Warum kennst du dich so gut mit diesen Monstern aus? Fragte Aaron argwöhnisch. Mein Vater wurde als Kind gebissen. Als ich die Geschichte hörte, habe ich ein bisschen darüber nachgeforscht. Sie wirkte mit einem Mal bedrückt. Aber dein Vater hat anscheinend auch überlebt, überlegte Aaron. Er bekam rechtzeitig das Gegenmittel. Deshalb hat er überlebt. Appengift kennt keine Ausnahmen. Es ist unmöglich, dass du wohlauf bist. Was ist an der ganzen Sache so wichtig? Fragte er leicht gereizt. Mich würde einfach interessieren, warum das stärkste Gift der Welt seine Wirkung bei dir verfehlt hat, rief Alenja. Wenn wir herausfänden, woran das liegt, könnten wir könnten die Appen unschädlich machen. Sie greifen oft Menschen oder Tiere an. Vergiftung durch Appenbiss ist in dieser Region die zweithäufigste unnatürliche Todesursache. Was ist die häufigste?
fragte Aaron sofort. Exekution, erwiderte Alenja und wandte den Blick ab. Ich bin müde, sagte Aaron. Alenja zeigte ihm ein Hinterzimmer ihrer Gemächer, in dem eine Hängematte zwischen den Wänden aufgespannt war. Sie legte eine seidige Decke hinein. Danach gab sie ihm saubere Kleidung, die eigentlich ihr gehörte, aber auch von einem Jungen getragen werden konnte. »Du kannst dich morgen früh waschen«, erklärte sie, »wenn es dir jetzt zu viel ist.« »Okay, danke für alles«, murmelte Aaron. Er konnte die Augen nicht länger offen halten. »Schlaf gut, Aaron«, sie ließ ihn allein. Als sie weg war, fühlte er sich wie in einem Nebel. Er schälte sich aus seinen verschmutzten Kleidern. Mit den letzten verbliebenen Kräften kletterte er in die Hängematte und zog sich die Seidendecke über den Körper. »Danke, Prinzessin Alenja«, flüsterte er im Halbschlaf. Der nächste Tag begann für König Gizzo mit Organisatorischem. Es machte ihn müde, aber gleichzeitig genoss er die Pflicht. Nie spürte er seine Allmacht so intensiv wie in diesen Sitzungen mit Hofmeister Orwitz, seinem nächsten Untergebenen, der sich um die Ausführung aller königlichen Befehle kümmerte. Gizzo lief das Wasser im Mund zusammen, als Orwitz die Rolle Pergament mit seinen Notizen entrollte. »Die dritte Armee ist vor 2 Tagen siegreich aus den Niederdünen zurückgekehrt.« Darüber wusste Gizzo bereits Bescheid, aber ein paar Dinge interessierten ihn noch. »Ist die Beuterei schon auf dem Weg?« »Ja, ich habe es sofort veranlasst. Ich erwarte Ihren Rückzug in ein paar Wochen. Wir sollten die Kellerräume des 5. Flügels leeren, um Platz für die Kriegsbeute zu schaffen.« »Dort gammeln die Straßenbanden von Sandottel vor sich hin, oder?« fragte Gizzo und spuckte seinen zusammenfließenden Speichel in ein dafür vorgesehenes Gefäß. »Ja, ihre Skelette«, berichtigte Orwitz geflissentlich. »Soll ich die Gebeine der Übeltäter Pinakothek überstellen?« Gizzo nickte träge. Orwitz kritzelte eine Randnotiz. Gizzo riss den Mund weit auf und gähnte. »Belanglosigkeiten!« Orwitz provozierte ihn mit seiner Gewissenhaftigkeit. Eigentlich kannte der Hofmeister die Antworten auf die meisten Dinge schon, bevor sie alles miteinander besprachen. Und das ärgerte Gizzo. Irgendwann würde er diesen Hofmeister ausrangieren. Tagelang foltern, wochenlang womöglich, um ihm seine stupide Sachlichkeit heimzuzahlen und auszutreiben. Vielleicht würde er ihm dann den Tod schenken als sanfte Anerkennung für die jahrzehntelangen Dienste und ihn ersetzen durch jemanden mit Neigung zu Emotionalität, jemanden, der Gizzos Feinfühligkeit nachvollziehen konnte. Gizzo labte sich an diesen Träumen, während er den Hofmeister verachtungsvoll anstarrte. Dieser ließ sich in seiner eifrigen Schlichtheit nicht aus der Ruhe bringen. »Aus der Hauptstadt kommen verschiedene Meldungen. Ackerland, Straßenbau, Gebäudeabriss und Schafblöken betreffend. Das übliche Verfahren?« »Ja«, geiferte Gizzo, nickte und schluckte Speichel. »Anzeigen, Meldungen, Eintragungen und Nasenstüber. Amen.« Orwitz las Einzelheiten vor. König Gizzo ließ sich passende Nasenstübe einfallen, von Verbannung über Fußhaxe, Amputation der Füße, und Handabnahme bis hin zur Hinrichtung unter Ausschluss oder Teilnahme der Öffentlichkeit. Das wollte Gizzo noch offen lassen. Orwitz notierte alles und machte bestätigende Geräusche, um seinem Vorgesetzten zu signalisieren, dass er ganz bei der Sache war.
Gizzo kotzte innerlich und schnitt Grimassen, als er sah, dass Orwitz beim Schreiben die Zunge zwischen die Zähne klemmte. War das jetzt sein neuester Tick oder was? Und dann wäre da noch etwas, sagte Orwitz schließlich und lächelte nervös. Dieses Grinsen schneide ich dir noch eigenhändig aus dem Gesicht, knurrte Gizzo mit so verstellter Stimme, dass nicht einmal er selbst verstand, was er da sagte. Aber es befriedigte ihn trotzdem, es gesagt zu haben. Die Korkleiche von vorvorgestern, sie ist weg, spurlos verschwunden. In diesem Moment flog ein Rotkehlchen durch ein offenes Fenster herein und flatterte orientierungslos durch den Raum. Fang ihn, befahl Gizzo mit sich überschlagender Stimme. Orwitz klingelte nach Dienern, die das Rotkehlchen in wilder Hetzjagd mit einem Netz einfingen, während Gizzo vor Wut kochte und kaum atmen konnte. Orwitz überreichte dem König den gefangenen Vogel. König Gizzo hielt das Tier fest in der Faust, sah es an und ergötzte sich an dessen stillem Leid. Als der Vogel sein Lebenslicht aushauchte, atmete Gizzo tief ein. »Und jetzt diese Korkleiche«, schnappte der König. »Serviert sie mir, bis morgen früh.« »Tot oder lebendig?«, fragte Orwitz atemlos. »Halbtot«, ordnete Gizzo an und versuchte zwanghaft, bei der Vorstellung Genuss zu empfinden, aber er spürte nur rotglühende Wut und weißen, blendenden Hass. Siebtes Kapitel: Tränen, Bücher, Münzen. Wie jeden Morgen wurde Lea von Aitens Klopfen an der Tür geweckt. Wie jeden Morgen rief sie: »Ich schlafe noch, Aiten. Komm einfach später wieder.« »Ich wollte euch das Königsschloss zeigen. Heute ist Tag der offenen Tür. In einer halben Stunde müssen wir dort sein.« Mürrisch warf Lea die Bettdecke von sich und torkelte ins Badezimmer. Heute also das Königsschloss. Sie hatten Museen besucht, waren zum Baden in eine Therme gegangen, sogar bei einer Theaterpremiere zu Gast gewesen. Ganz zu schweigen von den 100 Antiquitätengeschäften, in die Aiten sie gezerrt hatte, den Flohmärkten, auf denen er sich ewig an einem einzigen Stand aufhalten konnte. Sie waren in Schankstuben gewesen, für deren Besuch sie eigentlich noch zu jung waren, hatten öffentliche Gesetzeskundgebungen über sich ergehen lassen, eine Marmeladenfabrik besichtigt und vor allem, sie waren stundenlang durch die Straßen und Gassen von ihrer Laik gewandert. Den Großteil ihres Wechselgeldes hatten Lea und Rosalie für Kleider ausgegeben. An einem ereignisreichen und äußerst kostspieligen Tag fing ein wunderschöner Faltenrock in einem Ladenfenster die Blicke der Mädchen ein. Der Stoff hatte ein goldrotes Muster und vereinzelt funkelten kleine Spiegelchen zwischen den Falten. Lea und Rosalie hatten sich beide einen gekauft und dafür einen Großteil des verbliebenen Geldes im Geschäft gelassen. Inzwischen war fast das ganze Geld verbraucht. Als Lea aus dem Badezimmer kam, zählte sie die übrigen Münzen. Es waren genau 35 Klingen. Besorgt steckte sie das Geld in eine kleine Samthandtasche, die sie an ihrem dritten Tag auf einem Wochenmarkt entdeckt hatte. Dann verließ sie das Zimmer und lief die Treppe nach unten, wo Rosalie und Aiten auf sie warteten. Leas Schwester war eine Frühaufsteherin und immer sah sie frisch und hübsch aus. Sie trug ihren Faltenrock. Lea ärgerte sich,
weil ihrer gestern so schmutzig geworden war, dass sie ihn nicht mehr tragen konnte. Warum machte Rosalie sich eigentlich nie dreckig? »Guten Morgen«, grummelte sie. »Was gibt's zum Frühstück?« »Wir haben keine Zeit zum Frühstücken«, sagte Aiten und sprang auf. »Wenn wir zu spät kommen, lassen sie uns nicht mehr rein. Der Einlass endet in 15 Minuten.« Widerwillig folgte Lea ihm und Rosalie nach draußen. Doch an der Tür fing Herr Grau die drei ab. Seit dem ersten Gespräch hatte Lea ihn nicht mehr gesehen. »Ihr reist ab?«, fragte er enttäuscht. »Nein, natürlich nicht«, widersprach Lea verdattert. »Na, dann müsst ihr natürlich nachzahlen«, meinte Herr Grau und setzte eine geschäftliche Miene auf. »Eure Woche ist rum.« Für einen Augenblick war Lea sprachlos. »Eine ganze Woche waren sie schon hier?« Mit einem flauen Gefühl im Magen dachte sie an Aaron. In den letzten Tagen hatte sie beinahe vergessen, weswegen sie hier waren. Beschämt schob sie eine Hand in ihre Samttasche und tastete nach den Münzen. »Ich zahle im Lauf des Tages«, schlug sie dann vor. »Entweder du zahlst jetzt oder ihr müsst das Zimmer räumen«, erwiderte Herr Grau unerbittlich. 17 Klingen für eine weitere Nacht?«, fragte Lea. 17 Klingen pro Person«, betonte Herr Grau. Lea unterdrückte einen Fluch. Doch ihr blieb nichts anderes übrig, als zu zahlen, wenn sie die nächste Nacht nicht unter freiem Himmel verbringen wollten. Mit rotem Gesicht kramte sie die 35 Klingen hervor und gab Herrn Grau alle bis auf einen. »Es freut mich, dass ihr euch entschieden habt, zu bleiben«, feixte er. »Kommt jetzt«, forderte Aiten sie ein bisschen betreten auf. »Wir haben nicht mehr viel Zeit.« »Ich glaube, aus unserem Ausflug wird nichts«, meinte Lea missvergnügt. »Mit einem Kling macht das doch keinen Sinn.« »Aber es kostet keinen Eintritt«, rief Aiten, offensichtlich schockiert von Leas Worten. »Ihr dürft das nicht verpassen. Es ist ein Muss für Touristen.« »Bitte, bitte«, stimmte Rosalie mit ein. »Ach komm, Rosalie, du verstehst gar nicht, worum es geht«, sagte Lea herablassend. »Tut sie wohl«, sagte Aiten scharf. »Man kann ganz normal mit ihr reden, wenn man es nur versucht. Aber du behandelst sie, als wäre sie eine Irre, mit der sich keine Unterhaltung lohnt.« Lea schluckte. »Gehen wir«, meinte sie schließlich, ohne Aiten oder Rosalie anzusehen. Doch vor dem Schloss erwartete sie eine böse Überraschung. »Der Tag der offenen Tür wurde verschoben«, erklärte ihnen ein Schutzmann. »Königin Maya liegt im Sterben. Ihr solltet nach Hause gehen, Kinder. Heute ist ein schwarzer Tag für ihrer Like.«